Es ist schon klar, es ist völlig klar, warum Sie das so hektisch erzwingen wollten. Sie haben Angst vor den Bürgern, vor den eigenen Wählern, denn Sie begreifen sehr gut, dass Sie belogen, betrogen, enteignet und ärmer gemacht werden sollen. Ihre Rechnung wird deshalb nicht aufgehen. Vier Fünftel der Menschen in diesem Land sind gegen das Heizungsgesetz. Vier Fünftel, dass Sie Bruchrechnung, Mathematik nicht können, das ist völlig klar. Lassen Sie sich das erklären, was vier Fünftel eigentlich bedeutet. Es bleibt dabei, das beste Heizungsgesetz ist kein Heizungsgesetz. Nutzen Sie die Denkpause, die Ihnen das Bundesverfassungsgericht dankenswerterweise gegeben hat, und stampfen Sie dieses unsägliche Gesetz komplett ein. Ich bedanke mich.